Gottes trägt man nicht in einem Köfferchen bis zum Ende der Welt. Man trägt es in sich. Man nimmt es in sich mit auf den Weg. Man stellt es nicht in eine innere Ecke, in einen Winkel des Gedächtnisses, um es aufzuräumen wie in das Fach eines Schrankes. Man lässt es bis auf den Grund seiner selbst sinken, bis zu dem Dreh- und Angelpunkt, um den sich unser ganzes Selbst dreht. Vielleicht erinnern sich einige an diese Sätze. In diesem kleinen Adventkalender, den ich am Beginn des Advent ausgeteilt habe, steht er als zweiter Text von Madeleine Delbrel, dieser Prophetin des 20. Jahrhunderts in der Wüste der Städte, der Vorstädte von Paris. Man trägt das Wort Gottes nicht in einem Köfferchen mit sich herum. Und man sortiert es auch nicht in einen Schrank, innerlich, in die inneren Schränke, in unsere Schubladen, die wir haben. Was das Wort Gottes tut, das erfahren wir heute in diesem kleinen Abschnitt aus dem Evangelium. Es ist wirklich ein wenig herausgeschnitten, ja. Diese Szene von der Heimsuchung Mariens, wie wir das auch nennen und mit einem eigenen Fest Anfang Juli feiern. Gerade war der Engel bei Maria und hat ihr das lebendige Wort Gottes verkündet, hat sie als von Gott Begnadete bezeichnet und dass sie ein Kind empfängt durch das Wirken des Heiligen Geistes, dass sie dieses Wort also im Heiligen Geist aufnimmt. Und sie ist die Erste und vielleicht auch die Einzige, die es geschafft hat, dieses Wort so in sich sinken zu lassen, zu diesem Punkt, von dem Madeleine Delbrel spricht, wo sich alles um einen dreht, um dieses Wort Gottes zur Welt zu bringen. Was geschieht dann, wenn man das Wort Gottes annimmt und aufnimmt? Was geschieht? Wir hören im Advent so viel von Prophetie, von Prophezeiungen, so sagen wir das. Und wir ordnen das auch in eine Schublade ein, nämlich in die Schublade, das ist irgendwie eine mehr oder weniger intelligente Vorhersage, als ging es um eine Wetterprognose. Also wird es weiße Weihnachten geben oder nicht? Das ist inzwischen schon fast entschieden. Das ist dann schon keine Prognose mehr, aber erst recht keine Prophetie. Was meinen Prophezeiungen? Was sind Propheten der Bibel? Und warum ist diese Szene, die wir im Evangelium gehört haben, die uns sozusagen für die letzte Wegstrecke nach Weihnachten mitgegeben wird, durch und durch prophetisch? Propheten in der Bibel, liebe Schwestern und Brüder, sind keine Vorhersager. Sie sind Hervorsager. Sie sagen das, sie bringen das heraus, was Gott in sie hineingelegt hat. Es geht nicht darum zu sagen, was nächste Woche oder in 10 Jahren geschehen soll, sondern wie Gott die Welt sieht und wie er sie zu verändern gedenkt. Deshalb sagen Propheten nur das hervor, was Gott in sie hineingelegt hat. Deshalb kann Maria nichts anderes hervorbringen als das lebendige Wort Gottes. Deshalb kann sie Christus gebären. Und mehr noch, sie, die dieses Wort annimmt und tief in sich einsinken lässt, sie bricht auf. Sie kann dieses Wort nicht für sich behalten. Sie setzt sich nicht betrachtend in ihr Kämmerlein und meditiert jetzt erst mal 3 Wochen darüber, was der Engel ihr denn Nettes gesagt hat. Nein, sie bricht auf. Sie macht einen langen Weg durch das Bergland von Judäa. Sie macht diesen langen Weg, um ihrer Base Elisabeth zu helfen, die man für unfruchtbar hielt. Wir haben diese Geschichte im Evangelium letzte Tage gehört. Auch dort war der Engel bei Zacharias, als er das Rauchopfer darbringt im Tempel und sagt ihm, du wirst mit deiner Frau einen Sohn empfangen. Johannes den Täufer. Das Wort Gottes, das tief in Maria eingesunken ist, bringt sie zum Aufbrechen, drängt sie zur Hilfe und sie eilt sie hin zu ihrer Verwandten Elisabeth, um ihr zu helfen. Aber damit ist noch nicht genug hervorgesagt, damit noch nicht genug der Prophetie.
Elisabeth merkt in diesem geistbegabten Kind, das sie in sich trägt, dass hier etwas ganz Besonderes im Gange ist. Denn dieses Kind beginnt zu hüpfen. Wahrscheinlich, das müssen wir neidlos zugeben, können dieses Evangelium wirklich nur durch und durch richtig verstehen Frauen, die schwanger waren und die ein Kind zur Welt gebracht haben. Was dort geschieht, was dort im Gange ist. Und es wäre schön, wenn Sie diese Erfahrungen auch mit uns teilten, wenn Sie uns Priestern das sagen oder auch den anderen, die hier sitzen. Die Väter haben ja zumindest einen größeren Anteil schon daran als wir. Ein Kind, das vor Freude hüpft im Leib, weil es eine Stimme hört. Die nächste Prophetie. Dieser Johannes, von dem man sagen wird, er hat eine klare Stimme. Wir singen das den ganzen Advent hindurch. Hört, eine helle Stimme ruft, der den Erlöser ankündigt. Er tut es schon, als er noch nicht sprechen kann. Er tut es mit einem Freudensprung im Mutterleib. Und diese Geistbegabung des Johannes, des ungeborenen Johannes, geht über auf die Mutter, indem Elisabeth sagen kann, ja, wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Diese Szene, ich müsste eigentlich gar nicht darüber predigen, liebe Schwestern und Brüder, sie ist uns so vertraut. Wir beten sie in jedem Ave Maria, in jedem Gegrüßet seist du Maria, ist die Verkündigungsszene und die Reaktion bei Elisabeth zusammengefasst. Und ist das nicht großartig? Und vielleicht sollten wir dieses Gebet noch einmal ganz neu üben und vielleicht entdecken, weil wir darin prophetisch werden, weil wir in diesem Gebet hervorsagen, was Gott in uns legt, was er uns schenkt, wen er uns schenken will an Weihnachten. Dieses Gebet ist eine Zusammenfassung weihnachtlicher Prophetie. Und es ist ein wirklich gutes, eine gute Strecke zu gehen auf Weihnachten hin, dieses Gebet neu zu sprechen und die beiden Szenen zu erinnern. Die Verkündigung an Maria und die Begegnung mit Elisabeth. Und Maria wird zur Prophetin der Kirche. Wir machen uns diese Worte jeden Abend im Abendlob zu eigen in der Vesper. Denn direkt anschließend bricht aus ihr hervor das Magnificat, ihr großer Lobpreis. Der Lobpreis, den sie anstimmt auf Christus. Alle diese Gebete und Texte, die uns hoffentlich doch einigermaßen vertraut sind. Und wenn nicht, ist es nie zu spät, sie zu entdecken. Sie noch einmal nachzuschlagen im Lukas-Evangelium. Sie neu zu beten. Ich weiß, dass Ave Maria, das dann manchmal so und manchmal, manche kennen das aus Kindertagen, ach, das wurde immer so geleiert. Ja, irgendwann wird das ein Leiergebet. Dann wird es eingängig. Das ist wie der Regen, von dem wir am Beginn gesungen haben. Rorate Zöli. Ich weiß, wenn es 7 Tage regnet, ist das auch langweilig, aber wir sehen in einem Jahr wie diesem, wo es so trocken war, wie notwendig das ist. Lasst es doch langweilig sein. Hauptsache es regnet. Lasst es doch auch ein Leiergebet sein. Hauptsache es ist das Wort Gottes, das in uns eindringt, das wir nicht in unsere Schubladen sortieren, nicht in den Schrank packen und nicht wie ein Köfferchen umhertragen, wie wir die Weihnachtskrippe jetzt vom Speicher oder aus dem Keller holen und dann aufbauen für ein paar Tage, damit es nett ist und wieder wegstellen. Nein, das Wort Gottes bewirkt etwas. Es verändert uns und darauf können wir vertrauen. Wir sehen es am Beispiel dieser beiden schwangeren Frauen heute, an Maria und Elisabeth. Dieses Wort, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir diesen alten Ausdruck bemühen wollen, diesen schönen Ausdruck, macht auch uns guter Hoffnung, so wie diese beiden Frauen sind. Und genau so, guter Hoffnung, sollen wir auf Weihnachten zugehen und es feiern, ganz erfüllt von Gottes Wort.